muss intelligent sein und treu. Gut aussehend. Sanft, lieb. Wild und zärtlich. Seit Jahren emanzipiert sich die Frau. Und der Mann fühlt sich ausgebremst. Denn in welcher Rolle sind wir noch gefragt? Als klassischer Macho? Als stets diskussionsbereiter Frauenversteher? Oder gibt es am Ende den goldenen Mittelweg, hart aber zart, den sanften Macho? Nun gut, wenn Mann wissen will, was Frau von Mann will, sollte Mann Frau vielleicht einfach mal fragen. Wie soll der Mann ihrer Träume sein? Der Mann meiner Träume, er muss gut im Bett sein und leichter Macho. Er muss intelligent sein und treu. Wild und zärtlich. Einen guten Job haben. Er muss wissen, wo es lang geht. Nach Möglichkeit nicht langweilig sein. Gesucht wird ein Überflieger. Finden wir ihn auf einer Teststrecke in Tirol? Der Moderator des Automagazins Grip, Matthias Malmedy. Ein Mann, der die Frauen versteht. Irgendwie. Die Frauen wollen das, glaube ich, dass man Macho ist und dass man ihnen die harte Schulter gibt. Klar, wollen die sich da auch mal anlehnen. Aber sie wollen schon jemanden haben, der weiß, was er will, der Entscheidungen trifft und einfach ein Mann ist. Hier besteht Gesprächsbedarf mit Matthias Malmedys Fahrschülerin Anna-Maria Kagerer, dem Playmate des Jahres 2010. Macho oder Frauenversteher? Ich glaube, dauerhaft muss man sich schon für seine Rolle entscheiden. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die Kombination macht's einfach. Man muss halt nicht von einem Extrem ins andere, man kann ja einen Mittelweg finden, denke ich. Glaubst du, dass das geht? Ja, das geht schon. Hast du so einen schon getroffen? Nee, aber ich warte noch. Und Spülmaschine ausräumen und kochen und Geschirr spülen und das Ganze, das kann ich ja auch machen. Ups, klingt nach Macho-Sehnsucht. Vielleicht, weil die Ex-Partner des Playmates zu soft gespült waren? Es waren beides mehr Versteher. Chaotische Versteher. Und woran ist es gescheitert? Dass sie mehr wollten und ich mehr erwartet habe von ihnen, als sie bringen konnten. Der Softie, nicht durchzugsstark, das deckt sich mit den Erfahrungen von Matthias Malmedy. Also ich habe eine Frau kennengelernt, die war sehr kuschelig, sehr lieb, die wollte sehr viel reden. Und ich habe mich da natürlich darauf eingestellt, was dann aber dazu geführt hat, dass wir beide nicht befriedigt waren. So ein bisschen Pfeffer gehört da schon rein und da muss man dann schon Macho sein, um den Pfeffer reinzuwürzen. Wie hast du das dann gemacht? Ich habe es gar nicht gemacht, weil wir nicht zusammengekommen sind. Verlieren will gelernt sein oder zumindest vernünftig verarbeitet. Wenn der Mann durch die Frau in eine Identitätskrise gerät, findet der Hilfe in diesem Berliner Hinterhaus. Natürlich, grüße Sie. Hallo. Männerberatung. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt und wenn ich es gewusst hätte, weiß ich nicht, ob ich es im Zweifelsfalle in Anspruch genommen hätte. Beruhigen Sie mich. Also es ist kein Schulentreff hier, es ist kein Streichelzoo. Sie können ja als Mann ganz normal kommen und sich beraten lassen. Muss ich mir so eine männliche Gesprächstherapie vorstellen? Naja, wir benutzen das ja nicht jeden Tag, aber man kann ja schon mal in einer Stunde nehmen die Handschuhe und einen Kampf machen und mal zu gucken, wie ist das mit der Kraft und wie ist das damit, sich zu verteidigen und anzugreifen. Um auch wieder das Mannsein zu spüren? Ein Stück weit auch das Mannsein zu spüren. Wir sitzen ja nur noch am Schreibtisch heutzutage als Männer und das Archaische ist uns verloren gegangen. Schweigen ist Silber, Reden ist Gold. Mit seiner Rolle als Mann hatte der Informatiker Jörg Peleikis die letzten Jahre so seine Probleme. Tief geprägt durch ein feministisches Umfeld, das den Mann als Aggressor schlechthin definierte, mutierte der heute 41-Jährige zum Frauenversteher Deluxe. Ich habe ziemlich früh festgestellt, dass die Frauen sehr geschickt sind im Reden. Und das war für mich eine ganz neue Welt. Da fühlte ich mich immer unterlegen. Also die haben mir immer irgendwelche Worte in den Mund gelegt und drumherum geredet. Und dann wusste ich gar nicht mehr, was ich eigentlich will. Und habe dann eher meinen Schwanz eingezogen. Die Folge? Flucht in Alkohol, Sport und Fernsehsucht. Die Rettung? Die Männerberatung des Therapeuten Peter Thiel. 3 Jahre intensiver Hilfe tragen nun langsam Früchte. Ich bin jetzt kein Macho geworden. Will ich, glaube ich, auch gar nicht. Vielleicht das passt auch gar nicht zu mir. Aber ich weiß zum Beispiel schon, was ich will in einer Beziehung zum Beispiel oder als Mann und was ich nicht will. Aber seien wir ehrlich, vielen Männern ist die Arbeit an der Psyche auf Dauer doch zu mühsam. Stattdessen folgen sie den Freuden der Fantasie oder dem Lockruf des Ostens.
Spezielle Partnerschaftsagenturen buhlen inzwischen im Internet verstärkt um Männer, die sich den vielfältigen Ansprüchen der emanzipierten Westeuropäerin nicht mehr stellen wollen. Ein Verhalten, das jetzt auch Wissenschaftler der Freien Universität Berlin behandeln. Laut Dr. David Glowski punktet der deutsche Mann in Ländern wie Russland oder der Ukraine mit finanzieller Sicherheit und dem deutschen Pass. Die Braut, die er traut, überzeugt durch Schönheit, Jugendbildung und traditionelles Rollenverständnis. Ich finde das völlig in Ordnung. Das sind Männer, die hier nicht das finden, was sie suchen. Nein, überhaupt nicht. Das sind doch auch Frauen dort, die dann diesen Mann annehmen. Das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht erbärmlich, das ist nicht zu verwerfen. Das ist einfach, wenn die Frau und der Mann dann in einer Partnerschaft sind, die ihnen beiden passt, halte ich das für völlig in Ordnung. Die Alternative zur Flucht in den Osten, die Weisheit des Ostens. Dr. Patrick Broom hat sie studiert. Vor 20 Jahren begann die Suche des heutigen Yogalehrers nach Erleuchtung und männlicher Identität. Patrick, woher holt sich der Yogi seine männliche Energie? Also wie man sieht, war Yoga schon immer eher eine Sache für die Männer. Und wenn ein Mann wirklich Kraft braucht, wendet er sich hier an Ganesha, den Sohn von Shiva, dem König aller Yogis. Und der steht für Stabilität, für Kraft, für Ausdauer, für Mut, für das Wissen, dass Hindernisse aus dem Weg geräumt werden können. Wer glaubt, die spirituelle Suche, der Weg des Yogi, führe in eine Gleichmacherei zwischen den Geschlechtern, der irrt. Im Yoga sagt man, die Frau ist die Energie, die Fruchtbarkeit, die Bewegung. Und der Mann ist das ordnende Prinzip, die Stabilität, die Sicherheit. Und ich glaube, dass man das ganz gut auch so aufs Leben übertragen kann. Patrick Broom, verheiratet, Vater eines 2-jährigen Sohnes. Sein Rollenbild, der sanfte Macho. Im Job liegen ihm die Frauen zu Füßen. Zu Hause ist es eher umgekehrt, ein kleines bisschen zumindest. Der Macho, den kann man schon noch genug raushängen. Auch man kann auch mit Stolz den Müll die Treppen runtertragen. Das ist nicht die Schwierigkeit. Aber was hat man davon, wenn man zu Hause nur im Streit lebt? Also ich denke, es gehört schon eine ganze Menge Stärke und eine ganze Menge Eier in der Hose dazu, sich seiner Frau oder seiner Frau in einer gewissen Weise auch zu dienen. Und man kann trotzdem in dieser gewissen Stille eine Dominanz ausüben. Klingt verführerisch. Und für Männer mit Berührungsängsten hat der Yogalehrer der deutschen Fußballnationalmannschaft den klassischen Köder parat. Es ist nicht so weit der Weg im Fitnessstudio von der Hantelbank in die Yogastunde. Da gibt es wunderschöne Frauen. Und die leuchten und glühen alle nach der Stunde eine helle Freude. Was macht der Mann nach der Stunde? Der leuchtet genauso. Und wenn er Glück hat, verabredet er sich mit einer dieser schönen Frauen auf dem Kaffee. Merke, will man nach 30 Jahren Emanzipation der Frau die richtige Rolle finden, hilft es, seine sensiblen Seiten zu stärken. Vorausgesetzt, man bleibt sich treu. Eigentlich sind Marianne und Detlef ein ganz normales Ehepaar. Eigentlich. Doch wenn sie bei ihrem Lieblingsitaliener in Berlin um die Ecke essen gehen, dann sind sie doch die Ausnahme. Meistens sagt sie schon, wir gehen essen heute, ne? Und dann ist es auch klar, dass sie zahlt. Ne? Aber das kommt auch schon mal vor, dass ich zahle, wenn mir danach ist. Aber das ist dir selbst nochmal fein. Dass Marianne zahlt, hat einen einfachen Grund. Sie verdient mehr, ist der Hauptverdiener. Bei jedem 10. Paar ist es heute so. Nur darüber reden, das wollen die wenigsten. Geld ist in Beziehungen ein Tabuthema. Marianne und Detlef sind auch da die Ausnahme. Über Geld haben sie immer schon ganz offen gesprochen. Sie, die Unternehmensberaterin, und ihr, der Künstler. Wir sind ja nun schon weit über 30 Jahre zusammen. Und ich weiß noch, wie Freunde von uns es immer sehr lustig fanden, wenn wir zusammen in Urlaub gefahren sind, also gerade noch eben in den ersten 10, 15 Jahren oder so, wo wir dann echt wirklich immer genau geteilt haben. Ne? Die Miete wurde geteilt, in Urlaub fahren hat jeder die Hälfte bezahlt. Aber warum ist es für manche Paare so schwer, über Geld zu sprechen? Besonders dann, wenn ihr weniger verdient. Wann kann so etwas sogar die Liebe zerstören? Paartherapeut Stefan Wojnow kennt die Gründe. Heutzutage gibt es natürlich immer mehr Beziehungen, wo die Frau immer mehr Geld verdient. Frauen werden immer erfolgreicher und es dreht sich manchmal auch einiges um. Und da beginnen die Schwierigkeiten, wenn die Frau mehr Geld hat als der Mann. Und wenn sie nicht nur für sich und vielleicht ein Kind zahlt, sondern auch noch für den Mann mitzahlt,
da beginnen, soweit ich das mitgekriegt habe, die Schwierigkeiten auch bei den Frauen. Weil Christine hätte alles so schön sein können. Sie hatte einen Mann, einen Karrierejob und irgendwann sogar ein eigenes Haus mit Garten. Vorbei. Ich habe es anfangs sehr toll gefunden, meine Karriere gemacht. Und er hat dann immer so, ja, mich unterstützt. Er hat gesagt, Mensch, mach den Job und das kannst du doch eh schon alles. Und das habe ich ja auch genossen. Ja, aber irgendwann, wo ich dann gedacht habe, jetzt wäre es mal an der Zeit, dass er mal aus den Puschen kommt, dass er jetzt mal sein Ding macht, damit wir unsere Familie leisten können. Da war es dann irgendwie zu spät. Da habe ich gemerkt, dass er eigentlich keine Ambitionen hat und dass das alles auf meine Schultern lastet und dass es dann ein bisschen schwierig wird mit Kind. Christine arbeitet als Teamleiterin bei einer Krankenversicherung, verdient dort gutes Geld. Sie machte Karriere, ihr Ex-Mann war Skilehrer, wurde Verkäufer und blieb dies auch. Der Gehaltsunterschied, der wurde immer größer. Nach außen sah die Beziehung für manche wie das perfekte Glück aus, doch beim Thema Geld und Verantwortung, da fehlte es ihm dann irgendwann zwischen den beiden. Ich glaube, wenn wir das gleiche Niveau gehabt hätten, also wenn er ein bisschen mehr verdient hätte, dass ich einfach sicheres Gefühl gehabt hätte, dass wir uns Haus und Kind und vielleicht eventuell noch mehr Urlaub leisten können. So aber ging ihre Ehe in die Brüche. Christine ein Beispiel für viele gut ausgebildete junge Frauen. Diese wählen dann doch meist den Klassiker, den erfolgreichen Mann. Sie haben immer mehr ein Problem, wenn sie den noch statusüberlegenen Mann letztendlich suchen. Dann wird die Auswahl nun mal immer geringer dort oben. Die Luft wird dünner und die sehr erfolgreichen Männer suchen ja nach anderen Kriterien. Verdient er aber weniger, dann wird es oft erst recht zum Problem. Gerade wenn sie von anderen Frauen und eben auch von anderen Männern so etwas mitleidig angeschaut werden. Also so ein Paar, da müssen schon beide ein sehr, sehr großes Selbstbewusstsein heutzutage haben. Marianne und Detlef kennen das nur zu gut, denn lange war bei beiden unklar, wer einmal mehr verdienen würde. Die Sache, dass eben Marianne deutlich mehr Geld verdient, die kristallisierte sich so halt Ende der 90er Jahre halt raus. Ja, da startete ihre Karriere dann eben richtig durch und es wurde halt immer mehr Arbeit, sodass ich eben dann meine Arbeit auch etwas zurückfuhr, um sie zu unterstützen. Und da war dann eben klar, dass sie da eben Geld einbringt und dann hat sie mir eben Haushaltsgeld oder sowas zur Verfügung gestellt. Ne? Bis dahin war Detlef ein gefragter Künstler. Später war er es, der ihr ermöglichte, Karriere zu machen. Die klassische Rollenverteilung, eben nur andersherum. Also ich überrasche sie manchmal gerne mit Sachen, die ich von ihrem Geld kaufe. Ne? Aber das sind dann Kleinigkeiten. Ne? Und insofern habe ich dann auch wieder Spaß daran. Außerdem bin ich ja auch seit 3 Jahren bei meiner Frau als Buchhalter angestellt. Nachdem ich eben meine Künstlerkarriere aufgegeben habe, musste ja irgendwie noch bis zur Rente, müssen ja die Sozialversicherungsgeschichten noch weiterlaufen. Ihre Beziehung funktioniert und das Geheimnis, immer stand die Partnerschaft, nicht der Status im Mittelpunkt, egal wer das Geld verdiente. Ob Christine auch dazu in der Lage wäre? Was mir jetzt in Zukunft schon wichtig ist, dass mein neuer Partner finanziell unabhängig ist oder abgesichert ist, auch, dass die Arbeit nicht von mir kommt. Ich denke, es sollte sich einfach ein bisschen so die Waage halten. Aber ansonsten, also vom Typ her, bin ich immer noch auf dem gleichen Stand. Groß, schlank, dunkelhaarig. Klingt ein wenig nach dem üblichen Beuteschema. Beim Thema Geld hört die Emanzipation dann vielleicht doch auf. Szenen einer Partnerschaft, Szenen einer Ehe. Es kommt zum Streit. Doch wer schlägt zu? Sind Männer dabei immer die Täter? Frauen immer die Opfer? Es ist noch ein Tabu, denn Frauen reden nicht darüber, weil sie die Täter sind. Und Männer reden nicht, weil es ihnen peinlich ist. Gewalt in Beziehungen, sie ist auch weiblich. Ralf ist Mitte 30 und Akademiker, so wie seine Frau. Alle 4 bis 6 Wochen schlägt sie zu. Ralf will auf keinen Fall erkannt werden. Selbst seine Stimme müssen wir nachsprechen. Es ist regelmäßig so, dass unser Kind mit im Raum ist, weil es einfach noch zu klein ist, dass man es ins Kinderzimmer bringen könnte oder so. Mit unserem Kind ist es dann so, dass es unsere Nähe sucht, häufig bei mir auf dem Arm ist, auch während ich geschlagen oder getreten werde. Ralf ist nicht schmächtig, nicht klein, doch wenn seine Frau zuschlägt, schlägt er nicht zurück. Wenn sie zuschlägt, dann sieht das Ergebnis so aus. Das ist eine Schürfwunde. Und das hier ist eine richtig tiefe Fleischwunde gewesen. Das ist so eine Wunde, die ich habe, nachdem ich extreme Tritte bekommen habe. Das sind die offenen Wunden, die auch bluten, die auch in die Hose reinbluten, wo ich danach dicke Schienbeine habe, Blutergüsse. So kann das aussehen, ja.
Ralf dokumentiert seine Verletzungen, aber zur Polizei gehen, das könne er nicht, sagt er. Er und seine Frau seien zu bekannt, dort, wo sie leben. Ich mache mir einfach Sorgen um die Zukunft unseres Kindes. Um meine Zukunft, letztlich auch um ihre Zukunft. Weil ich nicht weiß, was so passiert an rechtlichen Schritten. Wenn man sich offiziell Hilfe holt, wer bekommt das Kind? Ich liebe mein Kind über alles und hätte auch Angst, es zu verlieren durch eine Trennung. Was Ralf in seiner Beziehung erlebt, ist kein Einzelfall. Jeder vierte Mann hat in Beziehungen mit Frauen schon Gewalt erlebt, sagt eine Studie des Bundesfamilienministeriums. Georg Fiedeler vom Männerbüro in Hannover berät Männer, die Opfer von Gewalt wurden. Frauen gehen mit Kerzenleuchtern oder anderen Gegenständen auf ihre Männer los. Sie treten, sie würgen, sie sperren Männer ein, sperren Männer aus. Also es gibt eine riesige Palette von allen vorstellbaren Verletzungen. Die Männer sind ohnmächtig dieser Situation ausgeliefert und haben kein Handlungsrepertoire, darauf zu reagieren. Die Liste der Gewalttaten an Männern allein im vergangenen Jahr und nur in Hannover ist lang. Und sicher nicht vollständig, denn die Dunkelziffer ist noch viel höher. Und sie zögern natürlich dann, zur Polizei zu gehen, auch weil sie Angst haben, zum einen als unmännlich sozusagen zu gelten und aber auch, weil sie Angst haben, wie die Polizei auf sie reagiert. Also nicht ernst genommen zu werden mit der Gewalterfahrung. Sarah ist Mitte 20 und will ebenfalls nicht erkannt werden. Schon als Kind hatte sie zu Hause massive Gewalt erfahren, später auch im Heim. Mit 12 Jahren schlug sie dann das erste Mal selbst zu. Es hat mir dann auch Spaß gemacht, leider die Leute auch mal zu quälen, was ich abbekommen habe. Ich wollte es einfach nur mal weitergeben, was ich gelernt habe und was ich abbekommen habe, sollten die anderen auch kriegen. Das war einfach ein schönes Gefühl, mal zu sehen, hey, denen geht es jetzt auch mal dreckig, nicht nur mir. Oft reichten schon geringste Anlässe und Sarah flippte aus, besonders auch, wenn Alkohol im Spiel war. Spontan schlug sie auf der Straße einen Mann krankenhausreif. Gewalt gegen andere, für sie damals ein Gefühl der Erleichterung? Dass ich endlich mal die Macht hatte, dass ich mal mächtiger war und einfach mal stärker war. Das war für mich ein super gutes Gefühl, dass nicht nur an mir ausgelassen wird, dass ich auch mal zeigen kann, wer ich bin. Sarah suchte Hilfe bei der Frauenberatung. Gewalt ist für sie heute kein Weg mehr. Das ist immer ein Teil in meinem Kopf drin, wo ich sage, ich mache das nie wieder. Und das habe ich mich geändert. Ich habe nicht mehr zugeschlagen, ich schlage auch nicht mehr zu. Sarah, nur ein Beispiel dafür, dass auch Frauen zuschlagen. Für Ralf hat die Gewalt jedoch noch kein Ende. Mehrmals musste er sich nach Attacken seiner Frau ärztlich behandeln lassen. Er ging zu unterschiedlichen Ärzten, um nicht erkannt zu werden. Die Wunden verdeckte er mit langer Kleidung, um nicht danach gefragt zu werden. Und für die blutigen Kratzer im Gesicht und an den Händen erfindet er Geschichten. Mal ist das das keifende und kratzende Kind. Mal ist es Stacheldraht, wo man durch den Zaun gegriffen hat, wo man drangekommen ist. Mal ist es der Busch, ja, das sind so die Ausreden. Aber was es auch nicht gibt, ist, dass einer sagt, das glaube ich nicht. Und das Kuriose ist, dass das Leben am nächsten Tag ganz normal weitergeht. Man trifft sich mit Freunden und geht ganz normal arbeiten. Frauen, die zuschlagen, auch wenn es nicht in unser Bild passt. Eines ist sicher, Gewalt in Beziehungen ist auch weiblich. Heiner Lauterbach, Schauspieler, über Jugendsünden, Abstürze und spätes Glück. Er war genügsam, bescheiden, höflich, zuvorkommend, fleißig, sauber, ehrlich. Ob Heiner Lauterbach früher wirklich der Musterknabe war, dazu später. Als wir ihn in seinem Lieblingshotel in der Münchner Innenstadt zum Interview treffen, da humpelt er. Ein Sportunfall. Lauterbach hat es böse an der Achillessehne erwischt. 6 Wochen Krücken, doch ansonsten könne er nicht klagen. Freunde von mir haben schon gesagt, ich lass dich aufschneiden, wenn du mal tot bist. Du musst 24 Leber und 18 Herzen haben, was du verträgst und alles wegsteckst. Die Schauspielleidenschaft des Kölner Jungen brannte schon früh und hätte ihn fast aus der Bahn geworfen. Da Heiner ohnehin Künstler werden wollte, sah er keinen vernünftigen Grund, die Schulbank zu drücken. Die Folge, ein halbes Dutzend Schulwechsel. Ja, ich bin dann später gar nicht mehr hingegangen zur Schule.
weil ich konnte ziemlich früh die Unterschrift meines Vaters nachmachen, habe mir die Entschuldigung selber geschrieben und dann war ich nur noch am Rhein fischen und solche Sachen. Lauterbachs Eltern schicken ihren Filius auf ein bayerisches Internat. Vergebens. Auch der Wunsch, der Sohn möge das väterliche Sanitärgeschäft in Köln übernehmen. Heiners Herz schlägt für die Bühne. Schließlich nimmt er Schauspielunterricht und tritt für Minigagen an kleinen Bühnen auf. 1985 entdeckt ihn Doris Dörje für ihre Filmkomödie Männer. Lauterbachs Durchbruch, der Beginn einer großen Schauspielkarriere. Ich kann eigentlich nichts richtig, aber ich bin ein Spieler. Es hat immer funktioniert. Ich kann quatschen, das alles. Ja, das stimmt. Lauterbach, der Rastlose. Unzählige Affären durch zechte Nächte. Seine erste Ehe mit der Schauspielerin Katja Flint, sagt Lauterbach heute, sei daran gescheitert. Dabei lief es beruflich richtig gut. 96 Der Schattenmann, 97 Rosini, eine große Rolle nach der anderen. Doch Lauterbach hatte zunehmend ein Problem mit dem Alkohol. Also wenn man morgens aufwacht und so gar keine Suppe essen kann oder ein Glas nur mit zwei Händen halten kann, dass man dann, wenn man morgens aufsteht, Kreislaufzusammenbrüche hat und eben wieder trinken muss, um diesen Normalzustand, den vermeintlichen Normalzustand herzustellen. Und das war bei mir so. Lauterbach ist keiner, der drumherum redet. Nicht viele sprechen so mutig und offen über ihre Trinksucht und die Schwierigkeit, sie wieder loszuwerden. Ich habe früher, wenn ich nicht gedreht habe, 12 Stunden in der Kneipe. Ja, und die 12 Stunden, die hat man ja dann irgendwie Leerlauf. Dann kann man die 12 Stunden Däumchen drehen. Man muss sich mit anderen Dingen beschäftigen, mit anderen Sachen befassen. Man kriegt einen völlig neuen Bekannten- und Freundeskreis. Und das muss man eben alles lernen. Und für sie hat er rigoros damit aufgehört. Victoria Scarf. Der Wendepunkt in Lauterbachs Leben. Als ein Freund ihm die gebürtige Libanesin vorstellt, habe er sofort gespürt, dass sie seine letzte Chance ist. Sie hat mich da gesehen und zweifellos haben wir uns ineinander verliebt, so ein bisschen. Also ich schon sehr, sie bestimmt auch, aber sie hat auch gesehen, dass da ein Mensch ist, der Hilfe braucht. Eine Prüfung, die die beiden zusammengeschweißt hat. Fern vom Großstadttrubel am Starnberger See genießen sie jetzt ihr Familienglück. Victoria hat Ordnung in Lauterbachs Leben gebracht. Sohn Vito und Tochter Maya halten ihn ordentlich auf Trab. Glück und Gelassenheit, Lauterbach hat beides erst spät gefunden. Dass ihm bis heute sein Macho-Image anhaftet, das amüsiert ihn. Denn die Lust am Jagen sei nun mal erloschen. Wunderbar, da warte ich seit Jahren. Da habe ich immer gesagt, als ich jung war schon gesagt, Mensch, wenn das mal vorbei ist, bin ich froh. Früher bin ich ja direkt zusammengezuckt, wenn irgendwo ein Handy klingelte oder irgendwie eine Tasche, ein Blatt Papier rausfiel oder irgendwas. Und heutzutage, meine Frau kann meine Schränke durchwühlen, die kann mein Handy nachgucken, gesagt, geh du mal ran oder irgendwas. Das sind völlig neue Lebensqualität, ohne Witz. Für die Zukunft wünscht sich Heiner Lauterbach, dass alles so bleibt, wie es ist. Nur eines Tages, da möchte der kölsche Jung wieder zurück an den Rhein. Biken, Peeling, Schwimmen und Entspannen. Mein Auftrag lautet, ein Wochenende Wellness für Männer. 2 Tage erholen, was das Zeug hält. Und zwar mitten in den Bayerischen Bergen in einem Wellnesshotel. Frauen und Wellness, das ist ein Begriff, aber Männer und Wellness? Eines ist klar, Männer wollen nicht nur faul rumliegen. Schließlich ist Erholung kein Spaß. Also rauf aufs Mountainbike und hoch zur Alm. Wir treffen Stefan Huber. Er ist das, was man erfolgreich nennt. Unternehmer, Fotograf und ständig unterwegs. Ich habe wirklich Lust darauf, das zu tun und ich glaube, nachher fühle ich mich auch wirklich besser. Die Überwindung ist schwierig, oder? Den inneren Schweinehund zu überwinden. 400 Höhenmeter den Berg rauf. Klingt erstmal nach nicht viel. Und wie es so ist bei Männern, sie müssen sich ein bisschen tragen, damit es auch gut aussieht. 2 Stunden fahren und schwitzen und fahren. Und an sonst nichts denken müssen. Stefan, ist das jetzt Wellness? Ich bin nicht sicher, ob das Wellness ist. Also im Moment, glaube ich, ist das die Grenze von Wellness. Bis wir auf der Alm ankommen. Ziel erreicht. Aber warum tut man sich die Mühe an? Warum der Kampf nach oben?
Was schön ist, dass man wirklich bei sich selber ist. Also genau am Höhepunkt des Kampfes kann ich richtig abschalten. Ne? Das heißt, da bin ich gedanklich so reduziert, dass ich glaube, das ist die Stelle, wo man wirklich runterkommt, aus meiner Sicht. Ne? Wer gearbeitet hat, der darf auch genießen. So funktionieren wir Männer. Stefan Huber ist schon sowas wie Wellness-Profi. Ayurveda-Kuren in Indien, öfter mal zur Kosmetikerin. Er geht da ganz mit der Zeit. Was so schön nach himmelblauer Kindercreme aussieht, ist ein Algenmus-Peeling. Also ist Kosmetik auch was für Männer? Absolut. Das liegt im Trend und irgendwo möchte man sich da auch noch entsprechend fit halten. Ne? Bei mir würde ich sagen, ist so ein bisschen eine Mischung aus schlechtem Gewissen und Gesundheitsaspekt. Ne? Durch das unstetige Leben, das ich führe, ist das für mich ein Stück weit Geborgenheit und Ankommen. Ne? Das fühlt sich übrigens sehr gut an. Das ist sehr gut. Eine Stunde lang kneten, peeling und wohlfühlen. Ja, und das Entscheidende ist, nicht einzuschlafen. Aber das gehört ja vielleicht auch dazu. Vielleicht sollte man als Mann Wellness nicht zu sportlich angehen. Den nächsten Tag beginnen wir deshalb ganz ruhig mit Schwimmen im Morgengrauen. Und eine Runde Sauna. Denn Männer reden ganz gerne, zumindest wenn sie unter sich sind. Auch als Mann mal loslassen können? Fällt es Männern schwerer? Ich vermute es mal. Wir Männer haben da immer irgendwo Skrupel und wollen immer irgendwo on top sein. Ja. Aber hier gelingt es. Hier können wir mal ein bisschen auch Frau sein. Hier sind wir auch mal feminin. Also geben wir uns ganz feminin und gehen in die Yogastunde. Männer sind hier eher noch selten anzutreffen. Spür mal, welche Körperteile du loslassen kannst. Loslassen, nicht gerade das, was mir leicht fällt. Da bin ich wohl ganz Mann. Männer üben gerne in der Gruppe zusammen und haben gerne Wettkampf. Ja, also sie laufen gerne Bällen hinterher oder sie versuchen halt irgendwo zu konkurrieren und sie wollen sich testen und sie wollen sich auch irgendwo abreagieren. Und da ist schon so der große Unterschied im Yoga. Wir sollen letztendlich überhaupt gar nicht kämpfen. Zum Schluss versuchen wir es dann noch mit Nature Running. Klingt ein wenig wie deutscher Waldlauf, ist es aber gar nicht. Das ist also kein reines Laufen. Ja, es ist ein Laufen mit allen Aspekten, die man aus der Natur sich holen kann. Ja, dass man einfach auch einfach wirklich die Sinne mit benutzt. Ein bisschen Dehnen und ein bisschen Qigong. Einatmen, Gesäß anspannen, nach hinten zu dehnen und alles an Spannung auspendeln lassen. Und das Beste am Ende, barfuß über die Almwiese und sonst nichts. Klingt fürchterlich banal, fühlt sich aber richtig gut an. Auspowern und loslassen. Und das Thema Wellness ja nicht den Frauen überlassen. Dann kann auch Mann entspannt ankommen. Im Hier und Jetzt.